Die Mitgliedstaaten der Europäischen Union ringen um eine Einigung in Einwanderungs- und Asylfragen. Beim informellen Treffen des Europäischen Rates im spanischen Granada sperrten sich Polen und Ungarn gegen einen entsprechenden Abschnitt in der Schlusserklärung. Der französische Präsident Macron hält diese Weigerung für zweitrangig. Elles ont exprimé autour de la table le désaccord qu'elles ont déjà exprimé d'ailleurs au niveau des ministres. Mais qui n'est pas de nature à bloquer une décision qui relève de la majorité qualifiée et qui, je crois, est très pondérée et qui ensuite également est de nature à, si on se dit les choses, permettre d'avancer de manière très concrète. Ohne Polen und Ungarn namentlich zu nennen, kritisierte der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz, dass Länder, die in der Asylpolitik für eine harte Linie einstehen, so wörtlich diejenigen, die bei ihnen ankommen, durchwinken, damit sie in Deutschland ankommen.